Wo kommst du denn her? Kommst du ursprünglich vom Mars? Oder kommst du ursprünglich von Lemurien? Oder kommst du von den Kindern der Marsianer und der Lemurier? Wo kommst du her? Was ist dein Ursprung, als du das erste Mal auf der Erde inkarniert hast? Das ist heute das Thema unserer Sendung und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Smarana und herzlich willkommen. Du siehst im Hintergrund die Erde. Ein so schönes Bild. Genau, auch mit dieser blauen Aura von der Erde ist alles wunderbar zu erkennen. Das ist übrigens auch die Atmosphäre, die schimmert in diesem blauem Licht. Ja, und ja, wo kommst du denn jetzt her? Hast du dir das schon mal überlegt? Lemurien ist ja nur ein kleiner Teil der Erde gewesen damals und sehr prägend und sehr wichtig für die ganze Entwicklung der Menschheit. Lemurien ist für uns, für unser Verständnis, für das, was man alles im Moment weiß, das erste Zeitalter, die erste Epoche, wo wir inkarniert haben. Lemurien ist von der Energie her weiblich. Die Wesen, die auf Lemurien inkarniert haben, sind alle sehr weiblich. Es gab dieses Männliche auf Lemurien überhaupt nicht. Also dann könnt ihr euch vorstellen, von der Energie her sehr kreativ, sehr intuitiv, herzenslieb, für Geborgenheit sorgend. Also einfach das Ganze, die ganzen weiblichen Qualitäten hat man auf Lemurien gefunden. Und diese Menschen waren auch, also ich sage jetzt Menschen, Wesen wäre eigentlich der bessere Ausdruck, die waren von ihrer Größe recht klein, sie waren also vielleicht halb so groß wie wir jetzt oder noch ein bisschen weniger. Sie lebten dort in Frieden und in einer wundervollen Idylle. Sie hatten Zugriff auf all ihre Fähigkeiten, weil ja das die allererste Inkarnation oder das erste Zeitalter war, da hatten wir noch alles, was uns ausmachte, an Fähigkeiten zur Verfügung. Und auch die DNA war noch 100% entwickelt. Ja, und jetzt schwenken wir mal rüber zum Mars. Der Mars ist euch ja sicher bekannt als der Kriegerplanet. Und auf dem Mars ist sehr viel männliche Energie zu spüren. Das bedeutet, dass die Lichtwesen, denn der Mars war schon mal bewohnt, die Lichtwesen, die dort heimisch waren, waren alle kriegerisch, die waren brutal, die waren machthungrig und auf das Materielle fixiert, also total das Gegenteil von Lemurien. Und durch diese kriegerische Einstellung gab es natürlich ständig Krieg auf dem Mars. Und das ging so weit, bis die Marsianer ihre ganze Atmosphäre zerstört haben. Also das, was ihr hier hinten seht, da oben, dieses schöne Blaue, das war ja beim Mars auch, das war dann eher rot, aber das ist weg. Das haben sie, sie haben Raumschiffe gebaut, sie hatten verschiedene technische Geräte, die wir uns gar nicht vorstellen können. Sie hatten auch eine glühende Merkaba, eine kriegerische Merkaba entwickelt. Und das ging so weit, dass sie gegeneinander gekämpft haben und am Schluss die Atmosphäre wegging und sie dann sich einen neuen Ort suchen mussten, um weiterleben, weiter existieren zu können. Man kann heute noch, wenn man am Mars prüft, spürt man auf der Oberfläche noch, dass da eine Atmosphäre ist, also die ist magnetisch aufgeladen, aber das andere drumherum ist eben weg. Und von daher ist es so ein Indiz dafür, dass also da eine Atmosphäre eben früher mal gab. Es ist ja alles magnetisch, auch bei uns in der Erde ist die Atmosphäre magnetisch und auch jeder Mensch von uns trägt ja diese magnetische Energie. Das hat sich also die ganze Zeit über gehalten. Ja, also wie gesagt, dann kamen die Marsianer, dieses kriegerische Volk, also nicht alle, sondern eben die, die übrig geblieben sind, die das beste und schlimmste Raumschiff hatten oder diese gefährlichste Merkaba hatten, die kamen auf die Erde
und direkt nach Lemurien. Dann gab es natürlich Riesenprobleme, weil ja die weibliche Energie unserer lieben Lemuria mit sowas überhaupt nicht umgehen konnte. Da sie aber in der Vielzahl waren, also sehr viele, viel, viel, viel mehr als wie diese kleine Abordnung vom Mars, konnten sie dann schon die Oberhand gewinnen. Und dadurch blieb also wohl die Mehrzahl bestehen, aber dennoch dieser kriegerische Einfluss hat natürlich auf die Lemurianer gewirkt. Und jetzt auch waren die Marsianer ja viel größer, also von der Körpergröße her, als die Lemurier, und das war schon so eine keine schöne Situation. Ja, und so haben dann diese beiden letztendlich indirekt miteinander gekämpft, diese beiden Lichtwesen, und letztendlich haben die Marsianer dann die Herrschaft übernommen. Und ich will jetzt nicht alles erzählen, aber dadurch kam dann praktisch der Übergang zu Atlantis. So, meine Lieben, jetzt überlegt euch mal, oh Gott, ich kriege überall gerade Gänsehaut, weil das so ein tolles Thema ist, so ein brisantes Thema, denn wir sind ja gerade in der Bewusstseinserweiterung, in der Erwachensphase, und da gehört es doch auch dazu, dass man sich da mal drum kümmert, was war denn damals alles, und das ist praktisch die erste Inkarnation auf der Erde. Vorher wurde ja unser Licht erschaffen in den Feldern von Gottes Liebe, dort bei unserem Schöpfer, da entstand ja unser Licht, und danach sind wir inkarniert. Und das war jetzt entweder der Mars, in dem Fall von heute, entweder der Mars oder Lemurien. Wir werden nachher eine Reise machen in euer Herkunftsfeld, und vielleicht bekommt ihr ja Bilder oder Visionen, auf welchem Planeten ihr inkarniert seid, welcher Planet jetzt von diesen Erde oder Mars die stärkste Anziehungskraft für euch hat. Und vielleicht entdeckt ihr ja auch verschiedene Fähigkeiten, vielleicht ja das Kriegerische oder das Sanfte, Kreative, wer weiß. Jetzt in dem Stadium, wo wir jetzt sind, haben wir ja die männliche und weibliche Seite voll in unserem Körper integriert und sind am besten in unserer Kraft, wenn beide Energien ausgeglichen sind. Das ist also das, was ich euch jetzt in dem Moment mal ans Herz legen möchte. Macht nach Möglichkeit den Chakrenausgleich. Ich verlinke das mal hier oben für euch, den Chakrenausgleich. Und macht auch vielleicht die energetische Reinigung, wird auch hier oben als Video verlinkt, weil mit diesen beiden Videos könnt ihr euch immer wieder jeden Tag neu ausrichten und in die Mitte kommen, und keine der beiden Energien bekommt jetzt das Übergewicht, denn dann geht's uns schlecht. Ja, meine Lieben, sehr, sehr interessant. Und gerade Lemurien, wenn ich jetzt Reisen nach Lemurien mache, das mache ich manchmal mit meiner Seele, um eben zu gucken, wo habe ich da gewirkt, was habe ich da getan. Dann nehme ich so spitze Berge wahr, so eigentlich so ähnlich wie die Zugspitze. So sind da so mehrere Berge und Gebirge ist dort. Und dann ist dann auch so in der Mitte so ein Tal, was ans Meer führt. So ähnlich nehme ich das wahr. Und dann ist dann auch ein wunderschönes, helles Licht an diesem Meer. Und ich will mal gucken, ob ich euch da heute auch hinführen kann. Und ja, ich bin dann tatsächlich auch gespannt, was ihr so wahrnehmt, was ihr auf diesem kleinen Teil von der Erde, auf diesem Land Strich auf diesen Inseln, was ihr da so wahrnehmt, wie ihr die empfindet. Mich krabbelt das laufend hier. Es sind schon die Energien, die hier sich manifestieren.
Ja, und ich bin gespannt, wie ihr euch da wiederfindet. Denn jede Erfahrung, die ihr so macht, trägt ja dazu bei, dieses große Bild von Lemurien zu vervollständigen. Jede Erinnerung, jede persönliche Erinnerung von euch ist wichtig. Und ihr dürft mir das natürlich gerne auch wieder unter das Video schreiben, was ihr gesehen habt, wie ihr das so empfunden habt. Ich lese alle Bemerkungen durch von euch und gebe natürlich dann auch ein Herzchen, ist ja klar. Und freue mich jetzt sehr auf diese Reise. Ich habe mein Ursprungslicht vorbereitet. Ganz wichtig. Dann habe ich Smarana noch, Gottes Liebe, Gottes Nähe, auch noch vorbereitet. Und mit diesen beiden Essenzen werde ich euch nun einladen, auf die Reise mit mir zu gehen, um uns neu zu erfahren. Dann wünsche ich euch ganz viel Freude und verbinde mich mit meiner Seele. Ich bitte für uns alle um die Energie des Schutzes. Ich bitte um die Energie der Liebe und Geborgenheit und um die Energie der Kraft. Die Energie breitet sich aus und hüllt dich ein. Und ich bin nun bereit, meinen Kanal zu öffnen und direkt in die Felder von Smarana zu unserem Schöpfer auszurichten. Allerliebster Lichtarbeiter, der du heute hier anwesend bist, ich hülle dich ein mit der Liebe des Alleinen. Ich hülle dich ein mit der Fürsorge und dem Schutz des Alleinen. Und wenn du bereit bist, mit mir jetzt eine Reise in dein Herkunftsfeld zu unternehmen, dann gebe mir ein innerliches Ja. Meine Seele nimmt die Energie auf und sie wird dich führen. Sie wird dich führen über die Linien der Zeit hinauf in dein persönliches Herkunftsfeld. Dort angekommen spürst du die Energie der Liebe. Du spürst die Energie des Universums, die Unendlichkeit der vollkommenen Liebe von Gott. Und du spürst, wie gerade jetzt in diesem Moment deine göttliche Flamme in dir hell leuchtet. Denn jetzt gerade ist der Moment, wo deine Seele zum Leben erwacht. Und jetzt gerade ist der Moment, wo du dich entscheidest, wo deine Seele inkarnieren möchte, ob du nach Lemurien möchtest oder ob du zum Mars möchtest. Dies ist deine Bestimmung, deine Entscheidung. Und so geschieht es jetzt. Deine Seelenengel begleiten deine Seele
an den Platz, der für dich vorgesehen ist, an den Platz, welcher im göttlichen Plan niedergeschrieben wurde. Und so wirst du getragen über die Linien der Zeit, genau an den Punkt, wo du das erste Mal inkarniertest. Lasse nun die Bilder in dir entstehen. Sei bereit, die Erinnerungen zu empfangen und lasse los von allen Begrenzungen, die du dir vielleicht selbst auferlegt hast. Tauche ein in die Energie, in das Zeitalter, auf den Planeten, wo du das erste Mal inkarniert hast. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, um die Bilder und die Gefühle zu empfangen. Lasse dich einfach tragen. Sei mutig und lasse zu, dass du all das sehen darfst, was du damals erlebt hast. Ich werde die Energien für dich tragen. Ich werde sie halten, sodass du dich in dem Schutz von Gottes Nähe frei bewegen kannst. So ist es. Und da du nun Energien, Gefühle und Visionen und Bilder erhalten hast, hast du vielleicht eine Vorstellung, wie es dort aussieht oder aussah, wo du inkarniert hast. Und jetzt möchte ich dich einladen zu einer weiteren Reise auf den anderen Planeten, einfach um dich einmal umzuschauen, wie es dort ist und um festzustellen, wie er damals war. Und so lasse dich tragen von den Seelenengeln, welche an deiner Seite sind. Sie bringen dich voller Liebe und voller Achtsamkeit nun zu dem anderen Planeten. Es geschieht jetzt.
Und nach einer Weile, wenn du alle Informationen bekommen hast, welche für dich wichtig sind, tragen dich deine Seelenengel wieder über die Linien der Zeit zurück in das Hier und Jetzt. Lasse dies geschehen, es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle, in der größten Liebe Gottes. Und dann komme wieder in das Hier und Jetzt, in deinen Räumlichkeiten an. Fühle dich wohl, strecke dich und lasse die Energie noch ein wenig nachwirken. Denn ich denke, wenn es dir so geht wie mir, du hast ganz viele Informationen bekommen, ganz viele Gefühle und vielleicht auch Bilder erhalten. Ja, ich muss mich jetzt erstmal erden, damit ich wieder ganz da bin. Ich bin noch weg, bin energetisch noch nicht weg, noch nicht da. Manchmal gibt es Menschen, die schreiben, ich habe nichts gefühlt oder nichts gesehen. Diese Menschen kontrollieren zu stark. Sie sind zu sehr am Verstand und nehmen dadurch nichts wahr. Nur so als Information. Es geht dabei, bei diesen Reisen dabei, einfach darum, dass man sich fallen lässt, sich ausdehnt und wie ein Kind spielerisch alles einfach wahrnimmt, was dann da so ist, ohne zu kontrollieren oder ohne auch Druck auszuüben, ich will unbedingt was sehen, dann klappt das nicht. Ist alles eine Übungssache. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen von Lemurien und vom Mars. Ich habe auf dem Mars ganz viele Raumschiffe gesehen, verschiedenster Art, und es war schon ziemlich kriegerisch, das stimmt. Ja, meine Lieben, ich bin gespannt, was ihr so dazu schreibt. Und ich habe euch so lieb. Ich habe euch so lieb. Und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.